Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Visual C Sharp 2013 Tutorial. Im letzten Video hatten wir ein kleines Additionsbeispiel erstellt. Wer das verpasst hat, schaut bitte noch einmal hier oben rechts nach, da werde ich es nochmal posten. Und zwar sah das ungefähr so aus. Wir haben zwei Werte eingegeben, die wurden addiert und das Ergebnis wurde uns angezeigt. Natürlich kann es auch vorkommen, dass der Benutzer falsche Eingaben macht oder eben halt nichts einträgt. Mit beidem kann das Programm natürlich mathematisch gesehen nicht rechnen und wird uns daher bzw. dem Benutzer Fehler um die Ohren schmeißen. Das ist natürlich nicht so super. Daher brauchen wir die sogenannte If-Anweisung. Das ist eine Verzweigungs- bzw. Selektionstechnik. Das heißt, wir reagieren in konkreten Fällen anders. Sprich, wenn Fall X eintrifft, reagieren wir mit Y. Funktioniert tut das Ganze so. Und zwar haben wir die If-Anweisung gestartet, wenn wir If schreiben, und im Nachfolgenden schreiben wir dann in der Klammer, welche Bedingung erfüllt sein muss, damit das Nachfolgende ausgeführt wird. Sprich, wenn in dem Fall der Wert der Textbox 1a ist, beziehungsweise der Text halt, dann wird die Messagebox gezeigt. Vorsicht hier, dass hier zwei Gleichzeichen zum Vergleichen verwendet werden und nicht nur eins, denn eins wäre eine Zuweisung. Da gibt es noch ganz andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das hier. Das wäre dann ungleich a, größer, gleich a, also entweder größer und gleich etc. Das geht natürlich in dem Fall nicht, weil wir einen Buchstaben haben, das wäre jetzt in dem Fall dann natürlich eine Zahl, die da gefragt wäre. Natürlich gibt es auch kleiner gleich oder größer als etc. Das sollte allerdings nicht ganz so schwer sein nachzuschlagen. Wir bleiben erstmals bei A. Wenn in diesem Text A eingegeben wird, dann wird die Messagebox gezeigt. Das wäre der simple Einzeiler. Anders geschrieben würde das noch so aussehen. Der Vorteil ist halt hier, dass wir hier mehrere Anweisungen reinpacken können und ja, das sieht dann noch ein bisschen schöner aus, obwohl ich diese Variante in diesem Fall dann bevorzugen würde. Ein wenig komplexer würde das hier unten aussehen. Aber bevor wir darauf kommen, zeige ich noch einmal, dass es auch funktioniert. Und zwar, ich gebe ein A ein, sage Check und dann sagt er mir, dass A eingegeben wurde. In dem Fall ist uns auch gleich noch was aufgefallen. Da der Code nach dieser Ausführung natürlich linear weiter verläuft, wird diese Anweisung natürlich auch ausgeführt. Das heißt, deswegen haben wir jetzt beide Male diese Geschichte hier gesehen. Komplexer sieht die Sache dann so aus, dass wir natürlich auch außer eigenen logischen Ausdrücken, nenne ich das mal, auch andere Sachen wie Eigenschaften oder Variablen checken können. Sprich, wenn wir eine boolische Variable haben oder eben wie in diesem Beispiel eine Property, eine Eigenschaft der Checkbox, die besagt, ob die gecheckt ist oder nicht, dann gibt die uns auch einen boolischen Wert zurück. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann bekommen wir wieder eine Messagebox. Das Besondere hier ist noch, dass wir mehrere Abfragen verknüpft haben. Sprich, wenn diese Abfrage bzw. diese Bedingung eintrifft, dann passiert das, was hier zwischen steht. Wenn diese Bedingung eintrifft, dann passiert, was hier drin steht, etc. Und wenn alle nicht eingetroffen sind, dann springen wir in den Else-Zweig, falls angegeben. Dieser kann natürlich auch ausgelassen werden. Dann würde das Programm einfach nur so hier weitermachen, linear, von oben nach unten. Und wenn wir die Else-Anzweigung, wie gesagt, drin haben, dann würde, wenn das alles nicht zutrifft, zumindest noch das hier ausgeführt werden. Aussehen tut das dann so. Tut, haha, naja. Checkbox 1 habe ich gecheckt, jetzt sage ich überprüfen sozusagen, die erste Bedingung würde erfüllt. Ich kann natürlich auch zwei Bedingungen auf einmal erfüllen, allerdings werde ich trotzdem nur eine Meldung zurückbekommen, denn das muss man auch so verstehen, deswegen heißt es auch Verzweigung, das heißt, das Programm geht jetzt einen unterschiedlichen Zweig ab. Zum Schluss werden wir zwar wieder hier landen, aber dieser ganze Block wird überprüft und je nachdem, was davon zutrifft, in diese Ecke verschwindet die Ausführung des Codes sozusagen. Das heißt, wenn die Checkbox jetzt gecheckt ist und auch dieser Radio-Button hier gecheckt ist, würden wir trotzdem in der Checkbox landen, in dem Zweig dafür, denn diese Bedingung trifft zuerst zu. Und da wir wissen, dass alles erst nacheinander gecheckt wird, deswegen steht es ja auch so da, kommen wir da gar nicht erst hin. Das heißt, er würde hier weitermachen, wenn wir hier jetzt noch mehr drin stehen hätten, würde er hier weitermachen und anschließend wieder hier unten rauskommen.
Hey ho, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst oder einen Kommentar hinterlässt und schalte auch im nächsten Video wieder ein. Klicke dafür hier.